Hallo und willkommen zum letzten Video in der Videoserie über die Zufallsvariablen. Du solltest bereits wissen, was eine Zufallsvariable ist und wie du einen Erwartungswert berechnen kannst. Wir schauen uns heute die Kenngrößen und den gezinkten Würfel anhand von Anwendungsbeispielen an. Wir sind im Kästchen Kenngrößen einer diskreten Zufallsvariable. Die Zufallsvariable x kann n verschiedene Werte x1 bis xn annehmen. Der Erwartungswert von x wird auch mit μ abgekürzt und folgendermaßen berechnet. Das ist genau die Formel, die wir schon die ganze Zeit verwenden, mit der solltest du schon vertraut sein. Wenn nicht, schau dir bitte die vorherigen Videos an. Zweitens, die Varianz von x wird mit groß V von x oder Sigma Quadrat von x abgekürzt und folgendermaßen berechnet. Das heißt, wir nehmen jeweils die Werte x1, xi sind die Werte unserer Urliste-Tabelle, minus dem Erwartungswert zum Quadrat mal der jeweiligen Wahrscheinlichkeit. Und die Summe von denen, das entspricht eben unserer Varianz. Die Varianz ist ein Maß für die Streuung der Werte xi um unseren Erwartungswert. Kann v von x gleich 0 sein? Kann die Varianz von x gleich 0 sein? Ja, das kann sie. Wenn nämlich alle Werte genau dem Erwartungswert entsprechen, dann ist keine Streuung und somit auch keine Varianz vorhanden. Die Standardabweichung von x wird mit Sigma von x abgekürzt und ist genau die Wurzel aus der Varianz. Das ist ebenso ein Streumaß. Der Unterschied zur Varianz ist, dass die Standardabweichung dieselbe Einheit wie unsere Werte der Urliste tragen. Der gezinkte Würfel. Bei einem Glücksspiel wirft man mit einem gezinkten sechsseitigen Würfel. Als Gewinn erhält man das Zehnfache der gewürfelten Augenzahl in Euro. Die Zufallsvariable x gibt den Gewinn in Euro an. Im Säulendiagramm sind die Wahrscheinlichkeiten dargestellt, um 10 Euro, 20 Euro bis hin zu 50 Euro zu gewinnen. Trage in die Tabelle die möglichen Gewinner ein. Übertrage die Wahrscheinlichkeiten aus dem Säulendiagramm in die Tabelle. Ermittle die Wahrscheinlichkeiten, um 60 Euro zu gewinnen. Zeichne rechts die zugehörige Säule ein. Berechne anschließend den Erwartungswert von x. Bitte pausiere kurz dieses Video. Überlege dir, wie du an dieses Beispiel herangehen würdest. Notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Den Gewinn können wir sehr leicht ermitteln. Dafür müssen wir nun jeweils die Augenzahl mit 10 multiplizieren. Das heißt 10 Euro für die Augenzahl 1, 20 Euro für 2 und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit können wir aus dem Säulendiagramm ablesen. Das heißt, für 10 Euro entspricht das einer Wahrscheinlichkeit von 0,2. Und so gehen wir für alle weiteren Werte vor. Was machen wir jetzt, um die Wahrscheinlichkeit von einem Sechser zu ermitteln? Dazu verwenden wir die Gegenwahrscheinlichkeit. 1 minus allen anderen, also 0,15. Und wir zeichnen die Säule an der Stelle 60 Euro ein. In der Höhe 0,15. Den Erwartungswert berechnen wir, wie wir schon oben gemacht haben, also 10 mal 0,2 plus 20 mal 0,25 und das für alle Werte und erhalten 33,5 Euro. Grafisch würde der Erwartungswert also in etwa hier liegen. Für die Varianz und die Standardabweichung setzen wir in die Formel ein. Das heißt 10 minus 33,5. 10 Euro ist hier, minus unserem Erwartungswert zum Quadrat, mal die Wahrscheinlichkeit von 0,2, plus dem nächsten Wert und dem nächsten Wert, bis wir alle abgedeckt haben, und erhalten 332,75. Die Standardabweichung ist ja genau die Wurzel aus diesem Wert, also 18,24 Euro. Die Zufallsvariablen x und y können jeweils zwei verschiedene Werte annehmen. Berechne die folgenden Kenngrößen von x und von y. Pausiere bitte wieder kurz das Video. Überlege dir, wie du an dieses Beispiel herangehen würdest. Notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Der Erwartungswert ist hier bei beiden Beispielen 0. Genau die Mitte aus den jeweils gleichgewichteten und mit minus 10 und plus 10 bzw. minus 1000 und 1000 gewichteten Säulen. Das heißt, Erwartungswert ist bei beiden Fällen 0. Die Varianz allerdings rechnen wir wie vorher, also minus 10 minus 0, also dem Erwartungswert zum Quadrat, mal 0,5
und für den zweiten Wert plus 10 minus 0 zum Quadrat mal 0,5 und erhalten 100. Ebenso gehe ich auf der anderen Seite vor, das heißt v von y, mit jeweils den Werten der Säulen, also minus 1000 minus 0 zum Quadrat mal 0,5 und für den zweiten Wert 1000 minus 0 zum Quadrat mal 0,5. Hier erhalten wir 1.000.000. Die Standardabweichung entspricht genau der Wurzel aus der Varianz, das heißt 10 Euro und im anderen Fall 1.000 Euro.